Hitlergrüße vor Disney World. Eine Demonstration amerikanischer Neonazis in Orlando, Florida. Neben Hakenkreuzen Banner des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis. Eine Flagge mit Jugendstern verdeckt Mickey Mouse. Pädophilenwelt steht darauf. Ausgerechnet in seinem 100. Jubiläumsjahr ist Mickey Mouse ins Visier rechter Kulturkämpfer geraten. Denn Disney will divers und inklusiv werden. Zuletzt sorgte eine Werbung für die Disney-Kollektion in den sozialen Medien für Empörung. Der Influencer bezeichnet sich selbst als genderfluid. Zuerst haben sie Männern erlaubt, sich in den Vergnügungsparks als Prinzessinnen zu verkleiden, dann sich als Frauen zu verkleiden und Kleidung an kleine Mädchen zu verkaufen. Dann kreierten sie ein wokes Schneewittchen und jetzt arbeiten sie mit Sean Altman zusammen. Er bezeichnet sich als genderfluid, trägt aber das Pronomen er, ihm. So indoktrinieren sie Kinder. Er schürt den Hass auf Disney. Ron DeSantis. Per Gesetz hatte der Gouverneur von Florida Schulen verboten, mit jüngeren Kindern über sexuelle Identität zu sprechen. Nach Protesten der queeren Community hatte sich die Disney-Führung bei DeSantis über sein sogenanntes Don't Say Gay-Gesetz beschwert. Seitdem wirft er Disney vor, dass sie einer woken Agenda folgen. Anfang des Jahres entzog er die jahrzehntelangen Sonderrechte über das Gelände von Disney World. In Florida werde alles sterben, was woke sei, droht DeSantis. In einer Talkshow riet er Disney, sich auf seine Kernaufgabe zu konzentrieren. Das ist ein Kader woker Manager in Burbank, die versuchen, diese Agenda dem Rest des Unternehmens aufzuzwingen. Das ist katastrophal. Mein Rat, was Disney unter Walt zu einer amerikanischen Firma gemacht hat, war der Fokus auf die Familie, auf traditionelle pro-amerikanische Werte. Sie wären nie auf die Idee gekommen, Kinder zu sexualisieren. Unterdessen feiert der größte Unterhaltungskonzern der Welt 100. Geburtstag mit einer Jubiläumsshow in London. Über DeSantis Kulturkampf will niemand bei Disney mit Kulturzeit sprechen. Unsere Interviewanfragen abgelehnt. Seit 100 Jahren prägen die fantasievollen Welten der Disney-Filme unsere Kindheitsträume. Der Schöpfer dieses Imperiums, Walt Disney. Vor allem sein Name war schon immer weltweit Garant für kinderfreundliche Produkte. Er selbst sah es etwas anders. Nicht Kinderfilme wollte er drehen, sondern Filme für das Kind in uns. 1901 hineingeboren in eine amerikanische Durchschnittsfamilie. Seine Kindheit findet kaum statt. Schon als Neunjähriger muss er für seinen Vater, einen Kleinunternehmer, schuften. Zeichnen ist für Walt Disney früh Ventil, um seine Kindheit zurückzuholen. Mit Steamboat Willie dreht er seinen ersten Zeichentrickfilm mit Ton. Mickey Mouse debütiert als pfeifende Trickfilmfigur. Kritiker und Publikum sind verzückt. Die Maus ist tollkühn, ihr Humor eher derb. Ein Underdog, gesprochen von Walt Disney selbst. Wer ihn verstehen will, muss Mickey Mouse verstehen. Ich sehe Walt Disney als eine Aufsteigerfigur aus kleinsten Verhältnissen, der vor allen Dingen einen Lieblingsschauspieler hatte, das war Charlie Chaplin. Und Mickey Mouse agiert wie Charlie Chaplin in diesen frühen Filmen. Das ist der Underdog, der mit ganz vielen Tricks es schafft, immer auf der Oberseite zu sein. Die Maus und der amerikanische Traum. Mitten in der Weltwirtschaftskrise 1929 steigt Mickey Mouse zum Superstar auf und ist allgegenwärtig. Schon 1932 hat der Mickey Mouse Fanclub 1 Million Mitglieder. Mit der Maus wird auch Walt Disney weltberühmt. Für sie sammelt er seine ersten Oscars ein. Dutzende werden folgen. Die Vermarktung von Mickey Mouse und anderer Disney-Figuren spült Geld. Viel Geld in die oft klammen Kassen. Es fließt gleich in die nächsten Filmprojekte. Dieses zum Beispiel. Snow White, Schneewittchen und die 7 Zwerge. Der erste abendfüllende Zeichentrickfilm. Ein Meilenstein fürs Kino. Walt Disneys Vision? Eine echte Geschichte erzählen. Ein Märchen mit Drama. Seine Zwerge haben deutlich mehr Herz und Charakter als in den Grimmschen Märchen. Musik ein Schlüsselelement und wegweisend für alle künftigen Zeichentrickfilme von Disney. Walt riskiert alles für den Film.
auch astronomisch hohe Kredite. Disney hatte eben 1000 Leute nötig, um diesen Schneewittchenfilm zu machen. Und das war etwas, was man nie ausprobiert hatte. Können Leute das aushalten, so lange Animationen anzugucken? Und ob. Schneewittchen wird weltweit zum erfolgreichsten Tonfilm seiner Zeit. Alle Trickzeichner kamen zur Weltpremiere, weil sie sehen wollten, wie das Publikum reagieren würde. Doch als die Zuschauer weinten, wussten sie, alles wird gut. Walt Disney bedient große Gefühle, aber auch Stereotypen. Die Krähen in Dumbo erinnern an Minstrel-Shows des 19. Jahrhunderts, in denen Schauspieler mit geschwärzten Gesichtern Sklaven verhüllten. Der Chef der Krähen heißt Jim Crow, genau wie die rassistischen Bühnenfiguren damals. Disney Plus zeigt Dumbo heute nur noch mit einer Warnung vor negativen Stereotypen. Der Film Song of the South stellt People of Color als unbekümmerte Farmarbeiter dar, die sich glücklich wähnen, für die weißen Besitzer zu arbeiten, lange nach dem Ende der Sklaverei. Dieser Film ist im Giftschrank gelandet. Laut Disney-Management passt er nicht mehr in die heutige Welt. Doch schon 1946 gab es Proteste. Song of the South wird in der Disney-Ausstellung nicht thematisiert, trotz Oscar für die beste Musik. Die dunklen Seiten Disneys. In London bleiben sie ausgespart. Song of the South war ein Produkt seiner Zeit. Aber was 1946 zur Zeit des Release noch akzeptabel war, passt heute nicht mehr so sehr. Wir konnten hier einfach nicht alles unterbringen. Diese Ausstellung ist eine Feier von 100 Jahren Disney. Dass heute nicht Stereotypen, sondern Diversität den Kanon prägt, dafür sorgt seit 2020 die Initiative Stories Matter. Reimagine Tomorrow, das neue Mantra von Disney. Wir sind gewachsen, haben uns verändert, indem wir neue Geschichten auf neue Weise erzählen. Uns ist wichtig, dass das, was wir verkaufen oder erschaffen, weltweit zugänglich ist für alle Menschen. Doch für den Kommunikationswissenschaftler Peter Kunze geht es hier nicht um eine progressive Agenda, sondern um neue Märkte für Disney-Produkte. In Wirklichkeit steht hinter der Idee der Wokeness bei Disney der Kapitalismus. Sie versuchen, den Markt so weit wie möglich auszudehnen. Das Unternehmen hat sich in seiner Geschichte unpolitisch gegeben, dabei aber konservative Familienwerte hochgehalten und Stereotypen reproduziert, die viele als erniedrigend und entmenschlichend empfinden. Dass Disney nun als Prediger progressiver Politik und Wokeness angesehen wird, ist, gelinde gesagt, ziemlich ironisch. Walt Disney inszenierte sich als unpolitischer Geschichtenerzähler. Doch er verstand es, die Politik für seine Zwecke zu nutzen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs steht das Unternehmen vor dem Bankrott. Disney produziert zunächst kostenlos Kriegspropaganda, verdient später mit Lehrfilmen für das Militär. 1942 sind fast alle Produktionen an Regierungsaufträge gebunden. Als seine Belegschaft 1941 streikt, vermutet er kommunistische Agitation. Später nennt er vor dem McCarthy-Ausschuss Namen der Streikführer und lässt sich so für die damalige Kommunistenjagd einspannen. Laut FBI-Akten war er jahrzehntelang Special Agent in Charge, kurz SAC, berichtete aus Hollywood über subversive Personen. Mit FBI-Chef J. Edgar Hoover plante Disney Sendungen, durch die Kinder so wörtlich zum FBI aufschauen würden. Das FBI nahm sogar Änderungen an Disney-Drehbüchern vor. Walt Disneys größtes Fantasieprodukt war Walt Disney. Die Version von ihm als Geschäftsmann in seinem Büro, der Amerika anlächelt und sich als Onkel Walt mit einer warmen und authentischen Aufrichtigkeit präsentiert, war ein Bild, das er schuf, ähnlich wie seine Filme und Zeichentrickfilme, ähnlich wie die Bilder, die sein Unternehmen noch heute produziert. Mit Disneyland in Kalifornien schuf sich König Walt 1955 sein Reich. Hier halten die Großen und Mächtigen der Welt Hof. Richard Nixons Tochter darf die Monorail einweihen. Alle Stars des Disney-Unternehmens tauchen wieder auf. Das Publikum taucht einfach ab in die reale Nachbildung einer amerikanischen Scheinwelt. Weltflucht für viele Millionen Besucher jährlich. Später folgt Disney World in Florida. Touristenmagnet, die Wasserbahn Splash Mountain mit Figuren aus Song of the South. Seit diesem Jahr wegen Rassismusvorwürfen geschlossen.
Die Themenparks, wichtigstes Standbein für Disney, das nach dem Tod des Gründers in eine Sinnkrise geriet. Erst der Broadway führte Disney in den 80er Jahren aus der kreativen und finanziellen Krise. Das zeigt Peter Kunze in einem neuen Buch. Damals strömten Kreative vom Musiktheater zu Disney und erfanden den Animationsfilm neu, die sogenannte Disney-Renaissance. Zentrale Figur Howard Ashman, bekennender Homosexueller, Produzent von Erfolgen wie Ariel, modernisierte die Figuren. Selbstbestimmte Außenseiter, die akzeptiert werden wollen. Projektionsfläche auch für queere Menschen. Mit der kleinen Meerjungfrau haben sie nicht nur die Tradition der Märchenprinzessinnen wiederbelebt, sondern auch die Tradition des integrierten Musicals. Das heißt, sie haben die Musik genutzt, um die Geschichte zu erzählen. Und diese Musik konnte dann auf Alben verkauft, in Themenparks gespielt und am Broadway aufgeführt werden. Es belebte eine Strategie Walt Disneys, in der Filme im Zentrum standen und deren Geschichten und das Storytelling auf andere Bereiche des Unternehmens ausgeweitet wurden. Into other areas of the company. Ein Erfolgsmodell seit den 30er Jahren. Frisches Geld sollen jetzt Neuauflagen von Klassikern wie Ariel bringen. Gleiche Geschichte, diverse Charaktere. Doch eignen sich die Plots der Vergangenheit, um der Vielfalt der Gegenwart neuen Raum zu geben? Die bloße Einführung von zum Beispiel People of Color ist nicht unbedingt eine progressive Geste. Die Filme nehmen oft keine Rücksicht auf deren Geschichte und die damit verbundenen Erfahrungen. Vielmehr werden die Schauspieler in eine Rolle gesteckt, die wenig darüber aussagt, was es wirklich bedeutet, eine Person of Color in dieser Welt zu sein. Wenn Ron DeSantis Disney als woke brandmarkt und das Erbe Walt Disneys in Gefahr sieht, dann irrt er. Disney heute passt sich wie sein Schöpfer damals stets dem Zeitgeist an, um auch 100 Jahre nach seiner Gründung die Welt zu verzaubern. Und ganz nebenbei Milliarden zu scheffeln. Let the show begin!